6 Spielen ist er jetzt in Amt und Würden bei Rapid, aber so richtig Fortschritte hat das Team noch nicht gemacht. Denn Zellhofer hat die Mannschaft auf Platz 7 übergeben und genau dort rangiert man noch immer. Und nach 13 Runden hat man noch nie in der Geschichte von Rapid so wenig Punkte auf dem Konto gehabt. Aber auch die Anzahl der Gegentore ist beinahe schon rekordverdächtig. Und die Hälfte dieser Bilanz geht auch auf die Kappe von Peter Packold. Ganz anders hingegen die Situation bei den Vorarlbergern. Dabei hat es gar nicht so gut ausgesehen für die Altacher zu Beginn der Saison. 4 Auftaktniederlagen hintereinander. Dabei waren bis jetzt die Aufsteiger immer besonders stark, aber schon langsam setzen sie diese Tradition fort und können sich im Mittelfeld etablieren. Philipp Paternina, bitte. Ja, dementsprechend gut ist auch die Laune bei Trainer Streiter, der ganz fairer Sportsmann, dem Kollegen Packold zum 47. Geburtstag gratuliert. Gratulieren muss man auch Altach, und zwar zu diesem Topmann aus Brasilien, Leonardo da Silva. Einen Stürmer dieser Klasse hätte man momentan wohl auch in Hütteldorf gerne. Ja, und auch der Torhüter der Vorarlberger ist in Topform, Mario Krasnitzer. Er war der überragende Mann beim 1:0 Auswärtssieg in Tirol letzte Runde. Von seiner Topform ist Helge Payer derzeit meilenweit entfernt. Ein Patzer jagt den anderen, Selbstvertrauen gleich 0, aber Packold setzt weiter auf seine Nummer 1. Bei Rapid fehlt der verletzte Marek Kinzel, einziger Stürmer somit, heute Mate Bilic. Die Grün-Weißen haben auswärts ja eine schier unglaubliche Serie hingelegt. Seit 16 Spielen wartet Rapid auf einen vollen Erfolg im fremden Stadion. Gernot Plassenegger deutet es an, dieser Schuss war nicht gerade ein Highlight. 2 Minuten vorbei. Es ist von Beginn an eine flotte, zweikampfintensive Partie mit hohem Unterhaltungswert. Und siehe da, die angeblich so auswärtsschwachen Rapidler spielen mit viel Zug zum Tor. Willi Kaflak, 12. Minute, 2. Saisontreffer des jungen Mittelfeldakteurs, aber auch mit gütiger Mithilfe von Mario Krasnitzer. Zunächst die Vorarbeit von Bilic. Und dann dieser Schuss von Kaflak, ja, schön abgezogen hatte er, aber unhaltbar schien mir der nicht. Freude pur bei Pepe. Mit der 1:0-Führung im Rücken agieren die Wiener selbstbewusst und gewinnen weiterhin die Mehrzahl der Zweikämpfe. Markus Katzer. Ja, und dann ein Foul von Mario Bolter an Matthias Dollinger. Freistoß Rapid, 22. Minute. Mario Krasnitzer in Erwartung und Veli Kaflak führt aus, und das höchst gefährlich. Valachovic ist da nicht ganz rangekommen. Die Altacher brauchen ein wenig, um ins Spiel hineinzufinden. Dann endlich mal eine gute Offensivaktion. Unverdorben, Leo, unverdorben, ja. Ein Doppelpass, der nicht ganz funktioniert hat. Helge Payer aufmerksam. Und dann diese Aktion. Cincia mit dem weiten Pass. Und hier entscheidet Messner auf Freistoß. Mehr als nur fragwürdig. Babel soll da Ledesma gestoßen haben. Drei Altacher stehen beim Ball. Wer macht's? Cincia zum ersten, Šopić zum zweiten. Leo sagt Dankeschön. 34. Minute, das 1:1. Ein kurioser und wunderschöner Treffer gleichermaßen. Zunächst wird Valachovic kaum geschossen. Dann Šopić. Und Leo haarscharf, nicht im Abseits, aber ein Ferserl auf allerhöchstem Niveau. Das können nur Instinktfußballer. Doppelbitte für Rapid. Valachovic verletzt sich bei diesem Gegentreffer, erleidet eine Gehirnerschütterung und muss raus. Hier ist es passiert. Klassisches Knockout. Für Valachovic kommt Thomas Burgstaller neu ins Spiel. 40 Minuten vorbei im Schnabelholz. Die Altacher haben jetzt wieder so richtig Spaß am Fußball. Spaziergang von Manuel Schmitz durch die grün-weiße schläfrige Abwehr. Und auch Helge Payer wirkt da in dieser Situation etwas zögerlich.
Kurz vor der Pause nochmal die Altacher. Das Mittelfeld wird schnell überbrückt und vorne kann man sich auf das Zauberduo Ledesma und Leo verlassen. Bereitet immer wieder Freude, diesen Herren in Gelb-Schwarz zuzuschauen. Pausenstand nach einer kurzweiligen ersten Hälfte 1:1. Ausverkauftes Haus, die knapp 9000 sind zufrieden. Altach kann sich über einen Zuschauerrekord in der Bundesliga freuen. Keine Wechsel zur Pause und auch in der zweiten Hälfte geht es gleich so richtig zur Sache. Leider hier und da zu energisch. Voriszek gegen Schmidt. Brutales Foul von Peter Voriszek. Bestraft mit einer Verwarnung des nicht immer sattelfesten Schiedsrichters Stefan Messner. Packholt reagiert dann, nimmt den rot gefährdeten Voriszek raus. Für ihn darf Erwin Jimmy Hofer rein, der ja nicht gerade den besten Draht zum Trainer hat. Heute kann er sich zumindest mal eine halbe Stunde lang beweisen. Und dieser Hofer tritt auch kurz darauf gleich in Erscheinung. Wendig und schnell ist er. Immer noch Hofer. Aber dann fehlt doch das letzte Quäntchen Durchsetzungsvermögen. Zumindest wurde die Altacher Verteidigung wieder mal beschäftigt. Die Vorarlberger arbeiten sich dann viele Standards und die sind zumeist gefährlich. Šopić. Pfister 2:1. Das Schnabelholz brennt. Enrico Pfister, sein erstes Bundesliga-Tor und das vor so einer Kulisse und vielleicht auch ein enorm wichtiges. Stellungsfehler von Markus Katzer. Helge Payer kann sich zu keinem Hechtsprung durchringen. Die Führung geht aber zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Altach hat einfach mehr nach vorne gemacht. Die Vorarlberger spielen angepeitscht vom frenetischen Publikum einen sehenswerten Offensivfußball. Ledesma. Wohin damit? Zu Alexandre Torta. Es muss ja nicht immer Leo oder Ledesma sein. 81. Minute. Rapid findet offensiv nicht mehr statt. Altach ist in der Schlussphase dominant, drückt auf die Entscheidung. Dober gegen Attaf. Elfmeter für Altach, entschieden von Messner. Und nicht nur das. Gelb-Rot für Andreas Dober. Eine krasse Fehlentscheidung. Was habe ich getan? Hab doch mit dem Ball gespielt und das stimmt zu 100%. Pech für den Rekordmeister. Die Möglichkeit für Altach auf die Entscheidung in der 83. Minute. Leonardo gegen Helge Payer. Fleischgewordenes Selbstvertrauen. Bereits das 11. Saisontor des Brasilianers gleichbedeutend eben mit der Entscheidung. Da gibt es aber auch gar nichts zu halten für Payer. Ab ins Lehrbuch. Wie schieße ich einen perfekten Elfmeter? Rapid ist geschlagen, aber Altach will den Zusehern noch etwas bieten. Und das gelingt auch. Immer wieder diese zwei da vorne. Ledesma auf Leo. Payer verhindert das 4:1. Ja, das ist ein schöner Arbeitstag für Leonardo. Es bleibt dabei, Rapid kann auswärts einfach nicht gewinnen. Tristesse in Grün-Weiß, überschäumende Freude in Gelb-Schwarz. Michi Streit und seine Altacher bringen die Fans im Ländle einmal mehr zum Jubeln. René Bauer mit den Stimmen zum Spiel. Und Altach in der Bundesliga immer mehr auf Betriebstemperatur, wenn man sich vor allem die letzten Spiele auch ansieht, auch das Auswärtsspiel in Tirol. Es war auch das Auswärtsspiel gegen Salzburg schon sehr, sehr gut. Ich habe da eigentlich ein tolles Lob gekriegt, was mich gefreut hat. Als junger Trainer ist ganz klar vom besten Trainer in Europa, der mit den meisten Titeln. Die Niederlage in Salzburg war zu hoch, aber wir waren da schon über weite Strecken absolut ebenbürtig und haben sogar mehr Ballbesitz gehabt. Aber wir werden auch Niederlagen verarbeiten, so wie wir es immer gemacht haben. Und wir gehen nicht ab von dem, was wir uns vorstellen. Und der Auswärtssieg dann in Tirol hat gezeigt, dass wir das auch können. Und jetzt sind wir zu Hause schon viermal in Serie ungeschlagen. Und jetzt haben wir in den nächsten zweieinhalb Wochen wieder zwei Heimspiele. Also die Ausgangsposition ist nicht so schlecht. Wie groß ist da die Freude über den ersten Bundesliga-Treffer? Ja, schon riesig groß. Natürlich zählt der Sieg mehr, dass wir gewonnen haben. Aber die Freude über den eigenen Treffer ist schon groß. Zumal ich auch in der Red Sack eigentlich nie getroffen habe. Und somit der erste, seit ich Profi bin, der erste Treffer für mich.
Was mir mal riesig freut, ist für den Rico, für den Pfister, der was einer der wenigen geworden, der was jetzt in meiner Regentschaft noch kein Tor erzielt hat. Und heute ist es ihm auch geglückt und deshalb freut es mich für ihn. Und die Enttäuschung von Andreas Dober ist zu verstehen. Es war eine klare Fehlentscheidung. In diesem Fall muss man den Rapid-Spieler in Schutz nehmen. Seit 17 Auswärtsspielen wartet Rapid jetzt schon auf einen Sieg. Das ist die längste Minusserie seit 10 Jahren. Peter Parkund hat übrigens über die Spieler ein Interviewverbot verhängt. Deshalb konnten wir keine Interviews machen. Zu den Ergebnissen dieser Runde: Ried 2:1 gegen Sturm, Altach 3:1 gegen Rapid, Mattersburg 0:2 gegen den FC Superfund, Austria 4:1 gegen Wacker Tirol, morgen GAK gegen Salzburg. In der Tabelle hat sich jetzt die Wiener Austria den 7. Platz vorgearbeitet. Weiterhin an zweiter Stelle der FC Superfund. Morgen hat der Red Bull Salzburg wieder die Möglichkeit, ein wenig davon zu ziehen.